Hi Leute, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Lego Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe hier das Lego Star Wars Set, wie versprochen. Habe ich euch ja versprochen, als ich den Darth Vader aufgebaut habe. Also hier haben wir den Luke Skywalker mit der Nummer 75110, geeignet von 7 bis 12 Jahren. Die Figur hat 83 Teile und kostet 19,99 im Lego Store. So, dann schauen wir uns erstmal wieder die Verpackung an. Oben, wie schon gesehen, das Lego und das Star Wars Zeichen, die Nummer und sein Name Luke Skywalker. Hier haben wir ihn abgebildet. Mal gucken. So. In voller Pracht mit seinem Laserschwert und seinem Blaster. Und komplett in Schwarz. Unten sind noch Handschellen dabei. Dann gucken wir mal hier unten. Er gehört natürlich auch zu den Buildable Figures. Und hier haben wir noch das Disney-Zeichen. Dann schauen wir mal von unten. Ist auch das Lego-Zeichen, die Nummer, das Disney-Zeichen. An der Seite nochmal dasselbe. Also nichts Aufregendes, ein paar Warnhinweise. Ein Hinweis auf den Lego Club. Von oben haben wir hier seinen Kopf im Maßstab 1 zu 1. Und hier haben wir noch auch nochmal das Lego-Zeichen, Star Wars-Zeichen und 75110. Und natürlich das Disney-Zeichen. Gut, von der Seite so rum. Haben wir auch nochmal wieder das Gleiche und hier noch Buildable Figures. Und zu gut Deutsch, baubare Figuren. Okay. Und dann noch von hinten. Da haben wir ihn auch nochmal in voller Pracht abgebildet. Den guten Luke Skywalker. Hier, wie man sieht, hält das Lichtschwert wieder in einer Hand und in der anderen sein Blaster. Und dann kann man hier auch noch, hält dann mit beiden Händen, wie auch schon bei den anderen Figuren. Hier hat er noch sein Lichtschwert in wie nennt man das jetzt? Zusammengesteckten Zustand, sage ich mal, an seinem Gürtel dran. Und hier hat er noch Handschellen. Okay, hier unten sind dann noch die anderen Figuren, die es da noch gibt. Mit der 75107, den Jango Fett. 75108 ist der Clone Commander Cody. Die beiden Figuren haben wir jetzt auch noch besorgt. Die werde ich dann in den nächsten Parts unboxen. Hier haben wir noch mit der 75112 den General Grievous. 75109 der Obi-Wan Kenobi. Die beiden habe ich ja schon ausgepackt. Wenn ihr euch die Unboxings davon mal anschauen wollt, ich packe euch unten in die Videobeschreibung einen Link zu der Playliste. Und hier mit der 75111 den Darth Vader. Den Vater von Luke Skywalker. Den habe ich auch schon ausgepackt. Könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen, wenn ihr den mögt. Und hier haben wir noch den Maßstab. 24 cm wird der dann hoch sein, wenn er fertig ist. Okay, 83 Teile. Nicht so viel. Müsste eigentlich recht schnell gehen. Okay, dann gucken wir mal rein in die Box, was uns da alles erwartet. Also bis gleich. So, okay, dann gucken wir mal rein, was hier alles drin ist. Okay, so viel dürfte ja nicht drin sein. Mal schauen. Haben wir hier als erstes wieder das Rückgrat. Okay. Den ersten Beutel mit viel Kleinteilen. Okay. Und dann noch den zweiten Beutel, da ist auch sein Kopf drin. Der Brustpanzer, viel schwarz. Also, da sieht man echt, dass das der Sohn vom Darth Vader ist. Ganz der Papa, sage ich da bloß. Der Darth Vader ist ja auch komplett in Schwarz. Okay, und da haben wir dann noch das Lichtschwert. Der hat natürlich
ein grünes und auch wieder biegsam, damit es nicht so leicht abbrechen kann, wie schon bei den anderen Figuren. Okay, und dann haben wir noch die Anleitung, genau, und das war's dann. Anleitung, die Bauanleitung mit, schauen wir mal kurz, 30 Seiten. Das müsste eigentlich recht schnell gehen, vielleicht 15, 20 Minuten. Okay, dann sage ich mal, dann baue ich mal die Figur geschwind auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig bin ich. Ja, es hat jetzt so ungefähr 15 Minuten hat es gedauert. Und ja, waren ja bloß 83 Teile, ging recht schnell. Und da haben wir ihn jetzt, schauen wir uns mal an. Hier mal der Kopf. Der Körper. Ich muss schon sagen, ganz der Papa, oder? Der sieht doch fast genauso aus wie der Darth Vader. Mit seinem grünen Lichtschwert. Und das Coole ist auch, der Blaster hier, das sind lauter Einzelteile. Also das ist nicht irgendwie ein Teil. Das waren lauter Einzelteile beim Zusammenbauen. Finde ich auch ganz cool. Und hier ja, eine Hand hat er ja normal noch, seine normale Hand, und eine wurde ihm ja abgehackt. Da hat er jetzt hier schwarze Cyborg-Hand oder so, weiß ich gar nicht. Hier hängen noch Handschellen, die kann er sich auch noch dran machen oder jemand anders gefangen nehmen. Und auch wieder bei der Figur, wie schon bei allen anderen eigentlich auch, alles total beweglich wieder, wie man hier sieht. Also man kann tatsächlich mit denen dann auch spielen, wenn man denn wollte. Und das hier mal kurz ab. Leichter gesagt als getan. So, okay. Gehen wir schön auf die Seite. Hoppla. Ja, das ist irgendwie der Vorführeffekt. So. Aber ist ja alles. Lego ist ja cool. Wenn da was kaputt geht, da kann eigentlich gar nichts kaputt gehen. Wenn was abgeht, baut man es wieder zusammen. Okay, so. Die Waffe hier kann man auch abmachen. Einfach hier oben rausziehen. So. Und dann kann er das Lichtschwert mit beiden Händen halten. Ja, das muss drin bleiben. So. Super, jetzt kriege ich es nicht raus. Ah. Okay. So. So. Und. So, wie bei den anderen Figuren eigentlich auch. Also wie gesagt, wenn ihr die anderen Figuren noch angucken wollt, Link dazu packe ich unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die anderen drei Figuren, die ich bis jetzt ausgepackt habe, auch noch anschauen. Und wie gesagt, die anderen beiden kommen dann später auch noch dazu. Der Jango Fett und der Clone Commander Cody. Jetzt habe ich hier mal seinen Papa mal bereitgestellt. Oder? Sieht man doch, oder? Papa und Sohn. Die sehen doch so fast identisch aus. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Naja, okay, das Gesicht nicht unbedingt. Aber so der Anzug und alles. So, jetzt könnt ihr entweder zusammen kämpfen oder ihr geht einen Kaffee trinken, wie ihr mögt. Gut, jetzt habe ich die beiden auch zusammen. Jetzt können die auch kämpfen oder was auch immer machen. Und ja.
dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt mich einfach Leuten weiter, die ihr nicht leiden könnt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann zum nächsten Unboxing. Bis dahin, macht's gut, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.